Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV. Ich bin's, der Jens. Und die Nicole. Und heute wieder eine Ausgabe von Espresso Talk. So, ihr seht's, wir sitzen hier immer noch in der Sonne, obwohl es jetzt schon Mitte Oktober ist. Und wir sind immer noch in der Türkei, deswegen es wackelt auch noch ein bisschen. Ihr wisst, Stativ vergessen. Aber nichtsdestotrotz machen wir heute wieder ein paar Fragen. Und wir versuchen die wieder so kurz und bündig, wie es geht, zu beantworten. Auf geht's. Ein paar Fragen zur Umverteilungstage. Mhm. Ist die Aussagekraft des Volumens beim DAX Future ausreichend oder sollte man besser das Volumen der Einzelaktie anschauen? Also es ist, der Future ist keine gute Aussagekraft in dem, ich stelle es mal kurz auf. Das ist also kein oder nicht so optimal, weil gerade bei diesen Umverteilungstagen, Distributionstagen wollen wir ja erkennen, ob wirklich die großen Institutionellen verkaufen. Und deswegen wäre es natürlich schon besser, man würde sich zum Beispiel jetzt beim DAX oder auch jetzt im S&P 500 die Volumina der einzelnen Aktien anschauen. Das Problem ist natürlich, nehmen wir mal den S&P 500, da kannst du dir jetzt nicht 500 Aktien anschauen. Also das kannst du schon, aber das ist natürlich ein Riesenaufwand. Und deswegen schaut man sich am besten dann einfach die Volumina des Index jeweils an, weil da werden die Volumina der Einzelaktien zusammengezählt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel euch den S&P 500 anschauen wollt, SPX, da habt ihr dann die Volumen aller Einzelaktien drin. Oder wenn ihr euch jetzt den DAX anschaut, da habt ihr dann die Volumen der Einzelaktien drin. Das heißt, ihr müsst euch nicht die einzelnen Aktien anschauen. Wahrscheinlich würde man es fast annähernd so gut auch im Future sehen, aber schaut euch einfach die Volumen der Indizes an, das ist eigentlich perfekt, weil da habt ihr die Volumen der Einzelaktien dann immer mit drin und natürlich dann mal so Schwergewichte anschauen, also jetzt im DAX halt, was weiß ich, eine Allianz anschauen oder im S&P jetzt irgendwie den Apple anschauen, sowas, das hilft dann immer ganz gut. Und gibt es so etwas auch für die Unterseite? Das wäre natürlich optimal, ne? Dass man auf der Unterseite das genauso gut erkennen könnte. Also wann kaufen die Großen wieder? Ganz so ein schönes Muster wie auf der Oberseite gibt es nicht. Aber wir werden mal was machen für die Unterseite. Wo erkennt man denn, wo ein Boden ist? Und vielleicht passt das ja auch ganz gut, weil wir haben ja jetzt gesehen, große Abwärtsbewegung im August. Danach ging es wieder ein bisschen nach oben. Und da konnte man schon an ein paar Dingen erkennen, wo dann quasi zumindest der kurzfristige Boden war. Da machen wir mal noch ein extra Video dazu. Okay. Und jetzt noch eine Frage zum Interview mit Nils zu den Dividenden. Wer sagt mir, dass die Dividendenentwicklung auch in Zukunft so bleibt? Niemand. Also, wir haben ja das Interview mit Nils in Prag gemacht. Und da ging es ja darum, dass man eben langfristig in Unternehmen investiert, die Dividenden zahlen und die natürlich auch jetzt Dividenden dann über 10, 20, 30, 40 Jahre immer wieder steigern. So Dinge wie Coca-Cola oder McDonald's oder sowas oder in Deutschland beispielsweise eine Münchner Rück. Und natürlich hat man nicht die Garantie, dass das immer so weitergeht. Also wir haben das gerade in Deutschland gesehen, beispielsweise eine Deutsche Bank, die jetzt nicht so unbedingt so ein Top-Unternehmen ist, aber nichtsdestotrotz, die wird wahrscheinlich jetzt ihre Dividenden kürzen oder ThyssenKrupp hat in den letzten Jahren ihre Dividenden gekürzt und das heißt, eine Garantie hat man natürlich nicht, dass man sagt, wenn ich jetzt eine Coca-Cola kaufe und die haben jetzt seit 50 Jahren ihre Dividenden immer erhöht, dass das jetzt auch die nächsten 50 Jahre so ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist eben ganz einfach gut, dass so Unternehmen, die so solide Geschäftsmodelle haben, die jetzt auch nicht gleich von irgendwelchen Neuerungen aus dem Markt gefegt werden, dass es bei denen natürlich dann tendenziell wahrscheinlicher ist, dass die ihre Dividenden behalten als jetzt bei anderen Unternehmen. Und da muss man sagen, gerade wenn man das so ein bisschen unter dem Blickpunkt von Warren Buffett sieht, der kauft ja dann immer so alte Industrien, wo du sagst, naja, das kann man jetzt schwer auch durch Technik ersetzen. Also ich lese ja hier im Urlaub jetzt gerade die Biografie von Jeff Bezos von Amazon und der hat ja zum Beispiel alles, was Buchhandel war, quasi auf den Kopf gestellt, den das komplette Geschäftsmodell weggenommen. Wenn du jetzt natürlich eine Firma hast, die
sagen wir mal, die Klopapier herstellt, da kannst du jetzt durchs Internet nicht so wahnsinnig viel machen. Also da kannst du jetzt nicht sagen, okay, da haben wir jetzt eine App und plötzlich brauchen wir kein Papier mehr fürs Klopapier. Das ist ein banales Beispiel, aber das sind ja auch so Dinge, wo Buffett investiert. Also wo sagt Coca-Cola, na klar kann der Trend hingehen, dass plötzlich alle jetzt irgendwie Wasser trinken oder Saft oder so, aber dann sind die eben wieder mit dabei und kaufen das. Automobilindustrie in Deutschland sieht man, da kann jetzt einer wie Tesla kommen und kann deren Geschäftsmodell komplett auf den Kopf stellen. Mhm. Aber das kann man eben so machen, dass man sagt, okay, man konzentriert sich auf gewisse Industrien, wo es nicht ganz so leicht ist, aber die Sicherheit, dass es für alle Zeiten so bleibt, die hat man nie. Das gibt es ja bei nichts an der Börse, dass man eine Sicherheit hat. Und weil man keine Sicherheit hat, sind ja auch die Renditen höher, weil man eben Risiko eingeht. Also hast du die Frage schon noch übrig, wie begrenzt man das Risiko? Weil auch gut laufende Unternehmen, die gute Dividenden gezahlt haben, können ja in Schwierigkeiten geraten. Naja, das Risiko kannst du im Grunde nur über zwei Dinge begrenzen, nämlich Nummer eins, dass du nicht alles in eine Firma investierst. Mhm. Du musst jetzt nicht unbedingt 100 verschiedene Aktien kaufen, aber wenn du das zum Beispiel machst, wenn du jetzt nicht so wie Buffett sagst, okay, ich kenne mich in 10 Unternehmen super aus und deswegen investiere ich mein Geld in 10, dann musst du halt versuchen, in 20 oder 30 zu investieren, weil du dann dein Risiko automatisch splittest. Du hast halt dann einfach weniger Risiko, wenn eine Firma komplett wegfällt und du hast eben da 5% oder 10% deines Geldes drin, dann ist eben nur 10% Risiko, als wenn du sagst, ich habe alles Geld drin. Also das macht es schon mal einfacher. Und zum anderen musst du natürlich immer mal wieder überprüfen, ob das Geschäftsmodell, was diese Firma hat, also das Investieren hört ja nicht auf, indem du sagst, ich kaufe die Aktie und jetzt läuft alles von ganz allein. Sondern du musst natürlich immer mal wieder hinschauen, wie sich das Ganze entwickelt. Wir haben jetzt in Deutschland gesehen, spätestens nach Fukushima hat es die Geschäftsmodelle der Energieversorger komplett zerlegt. Also alles, was jetzt 20 Jahre bei denen super funktioniert hat, ist von einem auf den anderen Tag weg gewesen. Und dann musst du eben auch sagen, okay, dann musst du eben verkaufen und musst eben dich nach neuen Geschäftsfeldern umschauen. Also investieren heißt ja nicht, ich kaufe jetzt einmal und lasse es dann für alle Zeiten laufen, sondern man muss natürlich jetzt nicht wie ein Trader jetzt jeden Tag eine Stunde lang alles lesen oder stundenlang da jetzt vor den Schirm hocken. Aber man sollte schon hin und wieder mal das große Bild überprüfen, funktioniert das noch? Und wenn du jetzt sowas siehst, E.ON hat jetzt glaube ich 70% oder 80% an Wert verloren, aber ja auch nicht von heute auf morgen, sondern beginnend von, ich glaube, 2011 oder sowas. Das heißt, du wirst dann schon die Gelegenheit haben, wenn du merkst, deren Geschäftsmodelle funktionieren nicht mehr, dass du aus solchen Unternehmen rauskommst, nicht am Top, aber vielleicht 10-15% unter dem Höchstkurs. Und dann musst du eben sagen, okay, dann nehme ich eben mein Geld, tu es woanders hin. Also sprich, du musst dich um deine Investments kümmern, wie um alles Eigentum verpflichtet. Das gilt nicht nur für Immobilien, sondern auch für Aktien oder jede andere Finanzanlage. Und du musst eben dein Risiko ein bisschen aufblitten. Dass du sagst, okay, als Privater jetzt vielleicht 20, 30 Unternehmen im Laufe der Jahre ansammeln und dann mehr kannst du nicht machen. Alles andere wird es dann schon richten. Okay. Okay. Ja, dann, es heißt ja Espresso-Talk. Ne? Beim letzten Mal schon kein Espresso und auch heute wieder. Kein Espresso, wir trinken auch zumindest was Ähnliches. Ein Eiskaffee. Eiskaffee, weil heute sind gefühlt nochmal 30 Grad. Nächster Espresso-Talk werden wir wahrscheinlich dann wieder Espresso trinken. Aber wir machen vielleicht mal noch einen Espresso-Talk dann demnächst auf dem Weihnachtsmarkt mit Glühwein. Das werden wir machen. Okay, aber bis dahin, bis zum nächsten Mal, euch alles Ciao. Gute. Servus, macht's gut, ciao.